Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Happy, Healthy and Confident Podcast und zwar ab sofort auch in Videoformat. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Lina, ich bin Online- und Personal Coach für Frauen, die ihrer Essstörung endgültig den Kampf ansagen wollen oder auch ihre gesundheitlichen, leistungsorientierten und optischen Ziele erreichen möchten. Ich bin so ein Allrounder und da für eine ganzheitliche Betreuung, dass du in dein neues Leben finden kannst. Und der Hintergrund ist einfach, dass ich selber lange, lange Zeit unter verschiedensten Essstörungen litt und tatsächlich soll das heute auch das Thema sein. Ich werde nämlich so oft gefragt, hey Lina, wie soll ich meine Recovery angehen, gerade jetzt, wenn man im anorektischen Bereich unterwegs ist, sage ich mal. Sprich, Magersucht ist wahrscheinlich geläufiger als Anorexie. Wie komme ich da am besten raus? Wie schaffe ich das mit der Zunahme? Soll ich all in gehen oder soll ich langsam Schritt für Schritt alles steigern? Und heute, wie gesagt, das sind meine Erfahrungen, meine Empfehlungen. Ich arbeite da 1:1 mit Frauen zusammen und habe auch schon ganz, ganz vielen Frauen helfen dürfen, aus ihrer Essstörung herauszufinden. Und ja, deshalb habe ich mir das auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, das insgesamt ein bisschen zugänglicher zu machen. Und deshalb gibt es jetzt hier auf meinem YouTube-Kanal, für alle, die das hier auf YouTube anschauen, das wird es nämlich auch auf Spotify und Apple als Podcast geben, gibt es jetzt hier auch ein Videoformat, dass ihr mich einfach mal so ein bisschen live erlebt und auch seht, okay, wer ist denn diese Lina überhaupt, die hier immer rumlabert? Und deshalb seht ihr mich jetzt auch hier. Und falls ihr das in Zukunft öfter wollt, lasst mir unbedingt ein Abo da, weil sonst mache ich mir hier die Mühe gar nicht, wenn ihr alle sagt, okay, nee, Podcast reicht mir. Aber ich dachte mir, das ist eine ganz schöne Sache. Und jetzt zu unserem wundervollen Thema der Recovery und wie man daran geht. Also ganz klar ist für mich immer zu sagen, dass es zwei Seiten gibt. In der Recovery und insgesamt immer im Leben gibt es zwei Seiten. Du hast einmal natürlich deinen Körper und was passiert optisch mit mir, was passiert da auch gesundheitlich mit mir, aber dann auch die andere Seite, Geist und Seele, hört sich immer so ein bisschen esoterisch an, aber der Kopf muss einfach mitziehen. Und ich glaube, alle, die schon mal versucht haben zu recovern, können das nur bestätigen, dass es schwierig ist, wenn man sagt, okay, man konzentriert sich nur auf dieses Körperliche, auf die Symptomatik von, ja, meine Periode bleibt aus, ich lebe einfach in der Anorexie und wir brauchen uns, glaube ich, nichts vormachen. Und ich glaube, ich erzähle dir hier auch nichts Neues, wenn ich sage, eine Essstörung, die findet im Kopf statt. Eine Essstörung sieht man häufig auch gar nicht. Und das ist das, was alle Essstörungen übrigens so gemeinsam haben. Essstörungen sieht man nicht. Und klar, sie können sich nach außen hin sichtbar machen, ist aber kein Muss und daran macht man auch keine Essstörung fest. Essstörung, ungesundes Essverhalten, das ist uns allen klar. Und was ich dir hier ganz klar auch mit an die Hand geben kann, wenn du dabei bist zu recovern und du das auch machen möchtest und vielleicht auch schon in Kliniken warst. Und viele wissen auch, in Kliniken geht man ja mehr oder minder all in. Bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte eine feste Mahlzeitenstruktur vorgegeben, also aus Teilen hat man das immer beschrieben, ein Teil, zwei Teile. Und so hatte man ja sein Gewichtsziel, das man erreichen musste von Woche zu Woche. Ich glaube, bei mir damals in der Klinik waren das 300 oder 400 Gramm. Und da brauchen wir jetzt auch nichts vormachen, wenn ich erzähle, dass ich zum Beispiel ganz oft aufgetrunken habe. Ich habe eine Personenwaage damals mit in die Klinik geschmuggelt, also da konnte mir niemand was vormachen. Ich war der Meister im Betrügen, wenn es darum ging, meine Essstörung bei mir zu behalten, auch mein niedriges Gewicht bei mir zu halten. Obwohl sich das mit der Zeit tatsächlich auch umgesprungen hat, aber das ist ein anderes Thema. Und ich muss sagen, ich bin damals in der Klinik mit meiner Zunahme nicht klargekommen. Also ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich wusste, okay, ich muss zunehmen, sonst darf ich dieses wundervolle Trinknahrung, von der ich jetzt keinen Namen nennen möchte, weil jeder einen Flashback bekommt, trinken darf. Das war für mich ein ganz, ganz großes Ding. Und ja, klar, ich habe zugenommen. Ich habe sehr viel in der Klinik zugenommen. Mal überlegen, ja, um die 15, 20 Kilo und daheim muss ich dann stetig weiter zunehmen. Ich möchte jetzt auch gar nicht von Gewicht reden, weil ich weiß, dass es viel ein sehr sensibles Thema ist. Aber ich sage ganz oft, ist mein erstes Video, ihr verzeiht es mir. Genau, zur Recovery. Ich tatsächlich bin kein Freund davon zu sagen, was auch viele Coaches machen.
geh all in und du musst dir jeden Tag 200 Kalorien Schokoriegel gönnen und dann musst du, keine Ahnung, dir noch jeden Morgen ein Brötchen vom Bäcker holen und du darfst nie wieder Vollkornprodukte essen und Kartoffeln sind schlecht, du darfst nie mal ein Leitprodukt benutzen oder sonst was. Und auch hier, finde ich, schürt es so ein bisschen ja, dieses ungesunde Denken, weil es ja wieder heißt, okay, ich muss das jetzt essen. Und ich bin mittlerweile ein Freund von, und ich war in 2 Kliniken, ich hatte 9 verschiedene Therapeuten, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe, wie gesagt, schon vielen Frauen aus der Essstörung auch rausgeholfen. Bin ich trotzdem ein Freund davon zu sagen, okay, wir lassen trotzdem ein bisschen Freiheit da. Weil man möchte ja zurück zur Intuition finden. Und es ist ganz klar, durch eine Essstörung verlernst du diese Intuition zu halten oder überhaupt ja weiterhin bestehen zu lassen, falls sie noch da ist. Das ist ganz logisch. Wir kommen auf die Welt mit einer somatischen Intelligenz. Das ist die Intuition, von der wir alle sprechen. Das ist quasi das gute Gefühl für den Körper. Aber auch in unserer Kindheit wird uns sowas ja nach und nach aberzogen. Belohnung, Bestrafung durch Essen. Kompensation ist da ein großes Ding. Und falls das Video vom 28.02. online kommt, schaut unbedingt in meinem Shop vorbei, der schließt bald. Und da ist die Gefühlshunger Masterclass und die wäre da was für euch auf jeden Fall, falls euch das Thema mit Kompensation und Stress und Emotionen auf jeden Fall auch interessiert. Aber das soll jetzt gar nicht Thema sein. Ihr seht schon, ich schweife schon wieder ab, weil es so viele wundervolle Themen geht, wenn es um die Recovery geht. Insgesamt bin ich ein Freund davon zu sagen, okay, wir peilen natürlich eine Zunahme an. Ich möchte ja auch, dass du deine Periode wieder bekommst und das möchtest du ja auch. Und du möchtest auch, dass insgesamt deine Hormone wieder in Schwung sind, du auch wieder eine gesunde Libido hast zum Beispiel und irgendwann vielleicht mal Kinder kriegen kannst. Das sind ganz viele wunde Punkte auch. Und auch die Verdauung leidet natürlich. Man fühlt sich dann einfach nicht gut. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt möglichst schnell möglichst viel zunehmen, dann musst du auch gucken, wie nachhaltig ist das? Schaffe ich das, nachhaltig damit klarzukommen in meinem Köpfchen hier, dass der auch mitspielt, dass ich mich akzeptiere und mich wohlfühle und dann nicht wieder rückfällig werde oder auch in eine komplett andere Richtung abdrifte. Das ist tatsächlich oft mal der Fall. Bei mir war es auch so, ich bin nach der Anorexie aus der Klinik, also ich habe eine Anorexie gehabt, war damit in der Klinik, bin nach der Klinik natürlich immer noch mit meiner Anorexie raus, aber mit einem gesunden Körper. Und dann habe ich mich im Veganismus verloren und im Wettkampf-Bodybuilding und bin in der Bulimie reingerutscht. Und sowas möchte ich halt, dass dir nicht passiert. Und deshalb sage ich ganz klar, halt vielleicht mal ein bisschen Abstand von dem All-In und taste dich langsam ran. Und wenn es jetzt mal Tage gibt, an denen es nicht so gut läuft, setz einen Haken hinter, halt dir dein Ziel hier ganz klar vor Augen. Was möchtest du mit der Recovery erreichen? Das ist brutal wichtig, dass du da ein Ziel hast, weil sonst fehlt die Motivation. Und nachhaltige Motivation kommt nun mal von innen. Und wenn die bei dir nicht da ist und du nicht weißt, warum du das Ganze hier überhaupt machst, dann wird das nicht funktionieren, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Und deshalb wirklich, also nochmal zusammengefasst, klar, du sollst zunehmen, du musst an Gewicht zulegen. Mit diesem Gedanken musst du dich anfreunden. Es ist aber auch wichtig, dass du dir ein Ziel setzt, weshalb du überhaupt recovern möchtest, weshalb du zunehmen möchtest. Und dann schau auch, dass du dich nicht zwingst, jeden Tag 10 Schokoriegel zu essen und 5 Brötchen vom Bäcker und das und das und das, wenn es dir nicht gut tut und dein Kopf nicht mitzieht. Lade nach und nach Challenges ein, aber schau auch, dass du Akzeptanz für deinen Körper entwickelst. Das sind wir schon beim nächsten Punkt. Akzeptanz und auch gewisse Boundaries, wie sagt man denn? Einfach Verbindung zu dir selbst, dass du deine Verbindung zu dir selbst stärkst. Und ich weiß, wie krass das in der Essstörung noch ist, weil man so stark in der männlichen Energie lebt. Und das hat nichts mit männlich und weiblich zu tun und bla bla bla. Männliche Energie ist einfach, man ist sehr viel im Machen. Und ich muss und ich muss und ich muss. Und ich habe meine To-Do-Listen und ich arbeite das so ab und bin super zielorientiert und keine Ahnung was. Aber du darfst auch mal Zeit für dich einräumen. Du darfst auch einfach mal gar nichts tun. Gar nichts. Also wirklich gar nichts. Oder einfach mal lesen, in der Badewanne ein bisschen chillen. Tanzen, bei dir sein, Yoga machen, journalen. Oh mein Gott, habe ich für mich entdeckt. Und ich war nie ein Freund von zu sagen, okay, ich schreibe da jetzt irgendwie meine Gedanken auf. Aber du wirst merken, wenn du während einer Recovery nach und nach auch die Verbindung zu dir stärkst, ist deine Recovery wesentlich nachhaltiger. Und dann rutschst du nicht, wie ich, nach einer Anorexie in der Bulimie, ins Binge-Eating, wieder zurück in der Bulimie, dann in der Anorexie und hast die ganze Zeit so eine Mischform aus allen möglichen Essstörungen. Das möchte ich dir ersparen. Und deshalb sage ich dir ganz klar, schau, dass du auch an deinem Denken arbeitest.
damit es nachhaltig ist. Dass du dann stetig zunimmst, deine Blutwerte auch im Blick behältst, gerade die Hormonwerte, und dann auch schaust, wie entwickelt sich das denn? Und insgesamt, wie sieht denn dein Stressmanagement auch aus? Ein großes Ding, wenn man sagt, man möchte seine Periode wieder. Das ist wieder ein Thema für ein neues Video, glaube ich. Zum Thema Recovery, All-In gehen oder fest nach Plan, habe ich dir ja schon viele Impulse mitgegeben. Und auch nochmal zu dem Thema fest nach Plan essen. Zwiespältig oder auch Kalorien zählen. Wenn du schon immer Kalorien gezählt hast und sagst, dir gibt es eine gewisse Sicherheit, dann schau, versuch gar nicht, das von heute auf morgen aufzuhören. Das funktioniert nicht, weil dann isst du eh nur das Gleiche. Schau, dass du nach und nach mal andere Mahlzeiten einbaust und die nicht trackst. Also wirklich, du hast dein gewisses Fundament, du weißt, was du immer isst. Und dann schaust du aber auch mal, dass du mal essen gehst. Also lade da aktiv auch Challenges ein. Neuer Punkt, neben Akzeptanz, Boundaries entwickeln, Freiheit auch irgendwo einladen und Kopfarbeit, dass du dir auch Challenges auferlegst. Und irgendwann wünsche ich mir für dich, dass Challenges keine Challenges mehr sind, sondern einfach zu deinem Leben gehören, weil Essen einfach Essen ist. Und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass es kein gutes und kein böses Essen gibt und gut und schlecht ist. So weit hergeholt. Weil ganz ehrlich, wer sagt dir denn, was gut und was schlecht für deinen Körper ist? Es sind auch wieder so Extreme und wir fahren nicht in Extremen in der Recovery. Wir wollen aus dem Extrem raus und schlittern hier nicht in das nächste Extrem rein. Gerade auch, wenn man zum Beispiel Fraktion Darmgesundheit anschaut und Fraktion Recovery, ich gehe all in und hau mir jeden Tag 5 Schokoriegel rein. Darmgesundheit sagt, bitte kein Gluten, bitte kein Industriezucker. Recovery sagt, bitte 5 Schokoriegel am Tag und 3 Brötchen. Und du siehst, es sind einfach 2 Extreme. Und warum isst du nicht mal morgens ein Brötchen, wenn du da Bock drauf hast, mit Nutella drauf? Oder auch ein Schokoriegel, wenn du da Bock drauf hast? Oder 2 Schokoriegel? Mach ich auch ganz normal. Aber hörst auf, diese Extreme zu fahren. Da gibt's so viele Dinge, die du beachten kannst. Aber wichtig ist auch, dass du ein bisschen Freiheit einlädst. Weil es muss nicht immer perfekt laufen und nicht alles läuft nach Plan. Nicht alles läuft nach Plan und das ist ganz genau gut so. Du darfst ein bisschen raus aus diesem Strategischen, weil gerade Menschen, die unter einer Essstörung leiden, leben sehr stark in diesem strukturierten, ich muss alles perfekt machen, alles muss super, super dolle laufen, aber irgendwie will ich auch nicht zunehmen und ich habe da irgendwie auch gar keinen Bock drauf. Ich kenne das. Ich war selber in dieser Situation, nicht nur einmal. Und deshalb lade wirklich strategisch Intuition ein und finde nach und nach in die Freiheit, ohne dir so viel Zwänge aufzuerlegen, dass du heute das essen musst. Du musst gar nichts. Du musst wirklich gar nichts. Es ist wichtig zu verstehen und das möchte ich dir hier auf meinem Kanal, insgesamt auch in meinem Podcast, natürlich auch vermitteln bei Happy, Healthy and Confident. Wir wollen happy sein, glücklich. Wir wollen healthy sein, also auch gesund und auch confident, selbstbewusst. Du darfst lernen, zu dir zu stehen und du darfst zu dir finden, nach und nach. Und Rückschläge sind okay. Rückschläge werden immer, immer kommen. Wichtig ist nur, dass du dein klar definiertes Ziel hast und dass du da Schritt für Schritt hingehst. Und wenn du mal eine Pause machst und kurz stehen bleibst, ist es voll in Ordnung. Das darfst du. Das ist absolut fein, denn du kämpfst jeden Tag so hart. Du kämpfst so hart. Und das darfst du auch mal sehen, was dein Körper hier alles für dich leistet. Und ich bin jetzt schon wieder den Tränen nahe, weil ich weiß, wie das ist, wenn man mit Scheuklappen auf durch die Welt läuft und gar nicht so richtig sieht, gibt es überhaupt einen Ausweg für mich? Was wartet denn dann noch auf mich? Und ich als Überlebende, ich kann dir sagen, dass es sich lohnt zu kämpfen. Es lohnt sich, durch diese Hölle der Recovery zu gehen. Es ist eine brutale Hölle. Okay? Aber es lohnt sich. Und es lohnt sich, wenn du deinen Blick weitest und nach mehr Freiheit einlädst. Und deshalb zwing dich nicht, von jetzt auf gleich so viel zuzunehmen, wenn es nicht gesundheitlich unbedingt notwendig ist und du nicht Schritt für Schritt zunehmen kannst, dass dein Kopf auch nachkommt. Das sind auch wieder 2 Paar Stiefel, da muss man individuell gucken. Aber insgesamt bin ich wirklich ein Fan zu sagen, schau, dass du gedanklich auch mitkommst. Und das war jetzt mein erstes Video, meine Podcast-Folge zum Thema, wie recover ich am besten? Gehe ich all in oder esse ich nach Plan? Beherzig dir gern meine Tipps, schau, dass du strategisch Intuition einlädst, dich nicht zwingst und auch nicht das Gefühl bekommst, du musst, sondern lade da auch mehr ein bisschen mehr Intuition, ein bisschen Wärme, ein bisschen Freiheit ein und setze dir ein klares Ziel für deine Recovery. Warum
möchtest du diese Essstörung loslassen? Und mein Schlusswort für heute, du bist nicht deine Essstörung. Mach's gut und ganz vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Zuschauen, was auch immer. Lass mir unbedingt ein Abo da, folge mir auf jeden Fall, dass ich sehe, dass dir das Ganze gefallen hat. Lass mir Kommentare da, Themenvorschläge sind immer, immer, immer herzlich willkommen. Und ansonsten checkst du natürlich auch unsere Homepage aus, lt-coaching.net. Da findest du alle Infos auch noch zu mir und auch auf meinem Instagram-Kanal. Bist du bestens versorgt. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal.